Kapitel 11. Meister des Inneren. Irgendetwas ging hier vor sich. Die Landschaft schien zu kochen. Die rote Umgebung wurde düsterer. Lediglich die grellrote Gestalt stach weiterhin heraus. Nun war der Punkt erreicht, an dem Asche nicht mehr wusste, was er erwarten konnte. Und es schien ein Wendepunkt im Kampfstil dieses Feindes zu sein. Der Boden unter Asche schien zu erweichen. Nun, oder worauf auch immer er stand, denn wie Boden wirkte es nicht. Die Gestalt schwebte, umgeben von rotem Feuer, während der Boden weicher und weicher wurde. Bis hin zu einer Flüssigkeit. Der nächste Schritt war also im Wasser zu kämpfen. Nein, das wäre es nicht. Zumindest nicht, wenn Asche es nicht wollte. Denn der nächste Angriff waren riesige Felsen, welche von der Decke stürzten. Nach simplem Ausweichen jedoch verblieben jene Felsen und erstreckten sich bis über die Wasseroberfläche. Kleine Plattform. Na super. Und währenddessen brannte das Feuer wieder hoch, so wie beim ersten unumgehbaren Angriff. Mit einem Unterschied. Dieser war umgehbar. Eine wortwörtliche Flammenwand sprang aus dem Boden, jedoch mit kleiner Lücke. Dafür war diese Wand nicht alleine. Denn in großen Abständen erschienen auch einige der kleinen Lichter, welche Feuerstrahlen ablassen würden. Gut, soweit machbar. Die Lücken in der Flammenwand nutzen und den Lichtern ausweichen. Was tat der Feind? Wo gab es Möglichkeit zu kontern? Der Feind stürzte sich in die Tiefen des Wassers. Nicht wirklich. Warum? Der Umriss schwamm durch das Wasser, meist untergetaucht und sprang nur selten für Feuerbälle hervor. Die einzige Chance, konsistent anzugreifen, wäre unter Wasser. Und genau dies würde Asche tun. Durch die trübe Oberfläche war es nicht möglich, das Auftauchen des Feindes rechtzeitig festzustellen, um auf Angriffe zu reagieren. Also tief einatmen und rein da. Unterhalb der Oberfläche war das Wasser etwas düster, aber glasklar. Vor allem schossen weder die Lichter noch die Wände in diese Tiefen hinab. Hier unten wurde klar, diese Angriffe waren weniger zum wahren Schaden angedacht, als zum Demotivieren vom Kampf an der Oberfläche. Dieser wäre auch eine Option, es gab die Plattform, aber unter Wasser gab es den wahren Kampf. Und endlich einmal sollte es ein wahrer Kampf werden. Hier unten erstickte jeder Angriff des Feuers durch beide Seiten. Und auf Dornenranken verzichtete der Feind. Hier stand es Mono Monster, ein direktes Duell in einer ungleichen Umgebung. Zwei primäre Faktoren bildeten die Grundlage dieser Ungleichheit. Einerseits war die Beschaffenheit des Monsters nicht normal sterblich. Asche war in Vulnona, er hielt schon alleine der Luft wegen nicht länger als höchstens eine Minute unter der Oberfläche aus. Regelmäßiges Auftauchen war ein Zwang. Und gleichzeitig schien die Gestalt den Umriss eines Vulpix darzustellen, von den Fähigkeiten eher allerdings ein Delfin zu sein. Neben dem schier endlosen Vorrat an Luft war die Agilität unter Wasser ein großer Vorteil für Asches inneren Feind. Wie konnte es sein, dass etwas, was doch ein Teil von ihm sein sollte, die größte Schwäche Asches gemeistert hatte? Und wenn Wasser ein Element war, was wäre dann überhaupt eine Waffe? Asche war in Vulnona mit der Stärke Götter zu stürzen, also warum? Warum reicht es nicht für diesen von allen Feinden? Aber diese eingehende Hoffnungslosigkeit schüttelte das Vulnona sofort wieder ab. Sie war genau, was der Wahn wollte. Diese Bestie lebte davon, dass Asche sich für schwach hielt. Also müsste der Kampf weitergehen. Wenn es keine direkte Kraft war, dann gab es etwas anderes vielleicht, das die Entwicklung Asche zu Vorteil gebe. Zwar sollte er durch seine etwas schmalere Gestalt das Potenzial haben, schneller durch das Wasser zu gleiten, aber das tat er offensichtlich nicht. Der Feind war erfahrener.
Was noch blieb, wäre die Vielzahl an Schweifen. Anders als bei einem Bullpix waren die Schweife eines Vulnona lang genug, um richtig gesteuert Schutz an jeder Seite des Körpers zu bieten. Und die Semischwerelosigkeit des Wassers half der Kontrolle der Schweife sogar. Dies bedeutete, dass Asche zwar eine unterlegene Offensive hatte, aber in der Defensive stärker war. Zumindest in manchen Definitionen. Den Schaden, welcher an Asche anrichtete, konnte man immer noch nicht sehen. Aber er fand statt, selbst in diesem Unterwassergemetzel. Doch erneut nahm der Kampf eine Wendung. Ohne jede Warnung schwand jedes Wasser und das Monster erblasste. Heute war meine Kontrolle zu schwach. Sie reicht nicht, um die Zeit für ein Ende dieses Kampfes zu erbringen. Du hast Glück, denn am Ende des Tages bleibst du schwach. Du bleibst ein Niemand. Blicke dich an, blicke mich an. Würde dieser Kampf andauern, würdest du scheitern. Die letzten Male hatte Asche nach seiner Niederlage die Kontrolle immer nach einer gewissen Zeit zurückerlangt. Offensichtlich war dieses Mal bereits vor einer Entscheidung dieser Punkt erreicht. Und das Monster würde wieder verstummen. Das war es dann wohl. Du willst mir sagen, dass ich nicht genug bin? Und du hast sogar wohl recht. Denn alleine kann ich nicht siegen. Als Anführer. Mein Team an meiner Seite allerdings. Da mischen sich die Karten neu. Wir werden uns nicht mehr sehen, bevor der Krieg nicht geschlagen ist. Und wenn du dann immer noch wiederkehren willst, sei mein Gast. Je öfter du mich herausforderst, desto besser verstehe ich deine Muster. Desto effektiver werde ich. Desto machtloser wirst du. Und solltest du siegen, es bringt nur wenige Minuten. Siege ich, ist es vorbei. Du kämpfst einen entschiedenen Kampf, um haltlose Argumentation zu beweisen. Geh! Und zeig dich nie wieder! Eine Antwort folgte nicht. Es blieb Stille, als die Stadt mehr und mehr an Wesen verlor und langsam schwand. Es wäre ein letztes Verschwinden für diese Reise. War es ein Sieg? War es eine Niederlage? Selbst zum Ende dieses Abenteuers war es Asche noch nicht gelungen, seine inneren Dämonen wahrlich zu bezwingen. Aber es war ihm gelungen, sie zu bekämpfen. Er war ihnen nicht unterlegen und dies war ein wichtiger Schritt. Würde er in seinem Leben jemals wieder die geistige Klarheit erreichen, diesen Kampf wahrlich zu beenden? Es war unklar. Aber egal was geschah, nie wieder. Das nahm sich das Vulnona mit ganzer Seele vor. Würden seine Dämonen ihn bezwingen? Sie durften es nicht. Als er sich als Flamme von ihnen führen ließ, gab es Pokémon um ihn, die in der Lage waren, ihn zu stoppen, bis die Kontrolle wieder sein war. Doch auch das Monster war damals limitiert. Auf den Körper eines mickrigen Vulpix. Würde er ihm je erlauben, Asche zu werden? Das dürfte nicht geschehen und würde es auch nicht. Nun war die Zeit der Rückkehr gekommen. Die Rückkehr zu einem rastenden Team. Es war nur ein Kampf gewesen. Ein zweiter. Doch nicht der letzte. Trotzdem spürte das Vulnona nun wahrlich die Aura vom Ende einer Reise. Inferno und das Monster, zwei Wesen, welche schon zu Beginn dieser Reise Konstanten gewesen waren. Beide ihrer Rollen waren vorbei. Der Weg zurück zu seinem Team kostete Asche mehr Zeit, als er wohl bereit war zuzugeben. Fokussiert auf den Druck in seinem Kopf hatte er sich wenig aufmerksam entfernt. Seine Schritte nachzuverfolgen war deswegen ein wenig schwieriger, als er gedacht hatte. Natürlich, auch dies hatte sich nicht geändert, seitdem alles begann. Er war ein gelernter Spurenleser und Krieger. Was vermutlich der einzige Grund war, warum er überhaupt in halbwegs akzeptabler Zeit zurückfand. Dies und der Fakt, dass er seine eigenen Spuren auf dem Hinweg nicht wirklich versteckt hatte. Da bist du endlich wieder.
Ist alles okay? Man hat das Feuer bis hierhin gesehen. Feuer? Nun, offensichtlich war der Teil des Wahns, welcher seinen Körper während dem Kampf gesteuert hatte, nicht einfach still dagestanden. Aber hat man das wirklich? Das ist nicht gut. Wenn ihr das im Wald gesehen habt, dann werden andere Pokémon das bestimmt auch gesehen haben. Falls sich überhaupt jemand hier befindet. Uns fehlt noch die ein oder andere Stunde bis nach Silberdorf. Und doch gibt es Pokémon, die euch suchen. Willkommen. Willkommen in Lord Omegons Heim. Direkt hinter Asche trat ein unfremdes Pokémon auf die Lichtung. Sein riesiges Cape trug das Arcani wie auf dem Vulkan, nur alleinig um den Körper. Sackit! Letztes Mal war dieser Feind davongekommen. Er war geflohen, als die Gefahr zu groß wurde. Die Spuren der damaligen Niederlage zeigten sich immer noch im Fell des Dinas. Flamme! Nein, Asche nennst du dich nun nicht. Ihr habt es also wirklich geschafft. Auch die Stimme der Schatten war euch kein Hindernis. Nicht, dass ich es erwartet hätte. Komm zum Punkt, Sackit. Du bist wohl kaum hier, um uns freundlich zu empfangen. Ich wünschte, ich wäre es aber. Du hast natürlich recht. Ich kann euch nur als Feind gegenübertreten. Ich habe mich dazu verpflichtet. Auch wenn mein Geist euch lieber helfen würde. Und was hindert dich? Der Verstand. Denn ich weiß, solange ich euch gegenübertrete, wird unsere Heimat leben. Euer Erfolg ist so unwahrscheinlich, aber wenn ihr es schafft, rettet es unser Heim. Sollte allerdings eintreten, was zu erwarten ist. Auch dann lebt unser Heim, wenn ich einfach auf Omegons Seite bleibe. Wenn du das selber weißt, dann hör auf zu reden. Du willst kämpfen, dann nicht hier. Unser Kampf ist unabdingbar. Doch es gibt keinen Grund, uns zwischen all den Bäumen zu bekriegen. Der Wald ist nicht schuld an dem Krieg. Lasst uns den Wald verlassen und aufs Feld treten. Zögerte er? Das traute sich der Kerl noch, nach allem. Doch Unrecht hatte er auch nicht. Dies wäre kein würdiges oder auch nur geeignetes Schlachtfeld. Folgt mir. Ich kenne den schnellsten Weg. Ohne weitere Worte schritt das Arcani wieder fort. Es wäre zu simpel, ihm einfach nicht zu folgen. Aber auch nicht sinnvoll. Sie waren entdeckt worden und würden nicht mehr um den Kampf herumkommen. Ein kurzer Blick zwischen Asche und seinem Team. Die Entscheidung fiel. Sie folgten. Wisst ihr, ich weiß, was meine Aufgabe ist. Mit all meiner Kraft kämpfen. Heute darf ich nicht mehr fliehen. Und gleichzeitig werde ich für euren Erfolg beten. Glaubst du, dass dieser Kampf sinnvoll ist? Nein. Sind wir doch ehrlich. Ich habe mich noch nicht erholt von unserem letzten Kampf. Und war ich dort schon schwächer? Ich verstehe Omega nicht. Ihr werdet siegen, zumindest gegen mich. Und ich weiß das. Ich weiß das. Ich habe keine Alternativen, aber ich gebe mich diesem Ausgang der Dinge hin. Ich habe meinen Teil getan. Auch nach diesen Worten blieb die Stimmung selbstverständlich angespannt. Ein Kampf war nur noch Minuten entfernt. Und dieser schien bereits entschieden. Trotzdem standen sich hier Feinde gegenüber. Feinde, die es nicht immer waren. Sackit störte sich nicht an dieser Atmosphäre, sondern sprach weiter. Asche hatte das Gefühl, dass er sich selber ablenken wollte. Es ist lange her, dass ich wirklich eine Chance hatte, mit euch zu reden. Nicht wahr, Soll, Flammen, Asche. Wobei ich mich immer weniger selber davon überzeugen kann, dass ich jemals mit euch gesprochen habe, wie ich es hätte sollen. Mir ist klar, meine Einsicht kommt zu spät. Aber immerhin konnte ich für mich selber noch verstehen, was ich falsch gemacht habe. Und was ich anders machen würde,
hätte ich die Chance. Ihr habt es wirklich weit gebracht. Weiter als jemand wie ich es jemals könnte. Ihr beiden seid so stark geworden und habt dabei, anders als ich, nicht den Pfad der Gerechtigkeit verloren. Ich dachte immer, dass ich erst Macht bräuchte, um Gerechtigkeit leben zu können. Und dadurch blieb ich schwach und unfair. Glaubst du, dass all diese Worte noch etwas bedeuten? Es ist zu spät, viel zu spät. Du warst mein Vorbild für so viele Jahre. Und ich bin glücklich, dass ich es nicht mehr bin. Du wirst meine Fehler nicht wiederholen. Du kannst das Pokémon werden, das ich hätte sein sollen. Die Bäume lichteten sich langsam doch stetig. Und Gras begann den Boden zu füllen. Der Waldrand nahte. Wenn ich es alles ändern könnte, dann würde ich das. Aber dafür ist es viel zu spät. Es ist zu spät, euch der Vater zu sein, den ihr verdient hattet. Der Mentor und der Lehrer. Nicht der Richter und Tyrann. Es ist zu spät, Ilia der Partner zu sein, den sie immer in mir gesehen hat. Aber zumindest bleibt mir Zeit, um euch beiden zu sagen, wie stolz ich auf euch bin.